تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind jetzt mit dem vierten Unterricht, mit der vierten Lektion, الدرس الرابع. الدرس الرابع. Hier werden wir eine Sache, eine bestimmte Sache lernen, die auch sehr wichtig ist. Und hier fängt eigentlich jetzt die Grammatik so an. Bei Elif gibt es jetzt rechts, bei der ersten Reihe, bei der ersten Zeile, El Beitu. Wir haben letztens gelernt, wir haben gesagt, wenn wir El, den Artikel hinzufügen, dann sagen wir Tu und nicht Tun. Ist der Artikel weg, sagen wir Tun. Jetzt werden wir die Präposition und was nach der Präposition kommt, eben lernen. Jetzt fi, al-baytu, und daher gibt es zwei Punkte. Und daher fi. Fi bedeutet in. Al-bayti, fil-bayti, bedeutet im Haus. Und deswegen haben wir jetzt Kessra gemacht. Das bedeutet, jedes Wort oder das Wort nach der Präposition hat ein Kessra. Sagen wir mal, Elif gibt es nicht, also den Artikel gibt es nicht. Was sagen wir dann? Fi Beitin, in einem Haus. Habt ihr das verstanden? Ja. Okay. Daneben El Mesjidu und nicht El Mesjidun, sondern El Mesjidu. Und in der Moschee Fil Mesjidi. El Mektebu, in der, ja, der Schreibtisch. Ala al-maktabi, auf dem Schreibtisch. Es-sariru, das Bett. Ala al-sariri, auf dem Bett. Jetzt bei B. Aina Muhammadun, jetzt lernen wir, wo ist Muhammad? Aina bedeutet wo? Die Antwort links. Huwa fil ghurfati. Er, huwa, fi, in oder im. Al-ghurfati, Zimmer. Er ist im Zimmer. Die zweite, wo eine Yasirun, und wo ist Yasir? Huwa fil hammami. Er ist in der Toilette. Wo eine Aminatu, wo ist Amina? Hier fil matbachi. Sie ist in der Küche. Huwa ist er, hier ist sie. أين الكتاب؟ Wo ist das Buch? هو على المكتب. Er ist auf dem Schreibtisch. Es, oder? Wie bitte? Weil es ist doch das Buch. أين الكتاب؟ Genau, auf Deutsch. Es ist auf dem Buch. Aber ich übersetze es jetzt wortwörtlich. Deswegen okay. Hua bedeutet er. Ja. Also im Arabischen gibt es... Gibt es nur er, sie und also kein S? Nein, es gibt kein S. Und deswegen okay. Kommen die Araber durcheinander, wenn sie Deutsch lernen. Ja, aber wie ist es, woher weiß man, ob eine Sache männlich oder weiblich ist? Schöne Frage. Es gibt einige Zeichen. Wenn diese Zeichen vorhanden sind, dann ist das Wort weiblich. Eine davon ist ta el-marbuta. Ja. Was am Ende ist. Das zweite ist Alif al-Maqsura. Wisst ihr, was Alif al-Maqsura ist? Nicht ganz. Nicht ganz. Der Alif, der wie ein Ja aussieht. Genau. Es gibt ein Ja, was keine Punkte hat. Und davor gibt es Fetha. Ah ja, genau. Genau. Genauso wie bei zum Beispiel Ala. Aber ja, Ala genau, ist jetzt eine Position. Deswegen können wir nicht sagen, das ist jetzt weiblich oder männlich. Aber ein Wort wie zum Beispiel Halwa. Halwa hat am Ende diese Alif al-Maqsura, wie bei Ala. Und das ist dann auch weiblich. Genauso, wenn am Ende Alif und dann ein Hamza kommt. In der Luft, also auf der Zeile, einfach so. Ohne keinen Buchstaben, ohne einen Buchstaben. Wenn diese drei Zeichen vorhanden sind, oder wenn einer von diesen drei Zeichen vorhanden ist, dann ist das Wort weiblich. Ansonsten
gibt es Wörter, die muss man vom Wörterbuch oder im Wörterbuch nachschlagen. Also man muss da gucken, ob das wirklich weiblich ist oder männlich ist. Wie zum Beispiel Ain. Ain bedeutet Auge. Es hat auch mehrere Bedeutungen, aber es ist ein weibliches Wort. Okay. Ja. Okay. Jetzt haben wir gesagt, Ain al-Kitabu, wo ist das Buch? Huwa ala al-Maktabi, ganz genau übersetzt, er ist auf dem Schreibtisch. Huwa ain as-sa'atu, und wo ist die Uhr? As-sa'a bedeutet Uhr. Hussein, as-sa'a, ist das weiblich oder männlich? Weiblich. Genau, warum? Wegen Ter um Merbuta und danach kommt hier. Genau, richtig. Hier, al-Sariri, sie, also die Uhr, ist auf dem Bett. Habt ihr Fragen? Nee. Was ist Okay. diese El-Matbachu? Al-Matbakhu ist die Küche. Okay, inshallah. Wir sagten, Al-Ghurfa ist das Zimmer, Al-Hammam die Toilette, Al-Matbakhu die Küche. Warum steht es dort aber in der Mitte unter dem Bild? Es zeigt, dass das die Küche sein soll. Ja? So sieht das aus. Achso, ja, doch. Jetzt, wenn man dran zoomt, dann sieht es so aus, ja. Alles Ja, klar. genau. Okay. Jetzt kommen wir zu At-Tamarin, die Übung, Aufgaben. Ajib an al-As'ila at-Taliya oder al-Atiya. Antworte oder beantworte die kommenden Fragen. Ein al-Kitabu, Hussein. Hua alal Mektabi. Genau. Aina Muhammadun Abdullah? Wo ist Mohammed? Okay, die Antwort. Die Antwort findest du vom Text. Von welchem Text? Was wir gerade gelesen haben. Also nicht Text, es sind eben die Sätze, die wir gerade gelesen haben. Hohe viel Rohrfetti. Genau. Okay. Dann zu den nächsten Fragen. Eine Sa'atu, Ahmed? Hier alles Sariri oder so? Genau. Hier, ala Sariri. Eine Yasirun, Hussein? Darf ich sagen, egal, also ist egal, wo ich sage, oder muss ich das, was im Text stand, sagen? Eigentlich die Fragen gehören zu dem Text oder zu den Ich Sätzen glaube, eben. er war auf der Toilette. Dann, Hua alal Hammami. Er ist auf der Toilette oder in der Toilette? Auf Deutsch würde man auf der Toilette sagen, aber auf Arabisch sagt man, glaube ich, viel Hammami. Genau. Hua fil Hammami. Im Arabischen dann so. Abdullah, aina Aminatu? Falls du dich nicht erinnern kannst, sie ist in der Küche. Online? Ich glaube, er hat vergessen, dass sein Mikrofon aus ist. Ja, ich glaube, sein Mikro ist aus. Also, hier steht rot bei seinem Mikro. Ach so, Entschuldigung. Jetzt Das die ganze passiert Zeit. uns. Ja. Hier viel Matbachi. Genau, richtig. Jetzt, Aminatu fil Ghurfati, Ahmed. Ist in der Küche Naam Aminatu oder Amina viel ah, nein, es war in der Küche, warte. La Aminatu viel viel Matbach. Genau, viel Matbachi. Viel Matbachi, ja genau. Bachi oder Bachu? Matbachi, weil ich Proposition eingesetzt habe. Genau, richtig. Okay.
حسين، أياسر في المطبخ؟ لا، هو في الحمام. غشتش، صح. أحمد، oder wo sind wir jetzt gerade? Ich bin durcheinander. Bei meinem Bruder, glaube ich, jetzt. Okay, dann Abdullah. من في الغرفة؟ Wer ist im Zimmer? Genau. Wie sagt man das? Mohammed ist im Zimmer. Mohammed في الغرفة. Genau, صح. ومن في الحمام؟ أحمد. ياسر في الحمام. ياسر ولا ياسر؟ ياسر في الحمام. Genau, richtig. حسين، ماذا على المكتب؟ الكتاب على المكتب. صح. عبد الله، ماذا على السرير؟ ماذا؟ أسو. الساعة على السرير. Genau, richtig. Jetzt اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Also wir lesen die Wörter und ihr müsst später die auch aufschreiben und achten, wie sie am Ende klingen oder wie sie am Ende aussprechen. Fangen wir mit Ahmed an. Ahmed liest dann eine Zeile und dann Herr Hussein und dann Herr Abdullah. Hatten wir das erste Wort schon? So, das die Schule. Achso, El Medreseto. Genau. Danach? Fil Medreseti, Fil Beiti, El Beitu, El Ghurfatu, Fil Hammami, bis dahin, ne? Also ohne Fi, El Hammamu. El Hammamu, genau, das nächste war Fil, genau. Genau. Okay, jetzt ist Hussein dran. Nee, jetzt Mikro an. في المطبخ المكتب على المكتب genau على الكرسي und das letzte Wort soll ich auch noch sagen, oder? Das macht Abdullah jetzt. Aber bei Kursi gibt es eigentlich einen Shadda. Das hat man im alten Buch nicht gut gemacht. على الكرسي. Okay. Okay, jetzt Abdullah. السرير على الكتاب في المسجد. Genau. Im neuen Buch hat man dieses alle weggemacht. Man hat einfach nur السرير gesagt und dann على الكتاب في المسجد. Okay, jetzt Iqra, waktub. Lesen wir nochmal. Jede. Das sind wie viele Aufgaben? 10. Okay. Jede Zeile liest einer. Fangen wir mit Abdullah, Ahmed an. Okay, الطالب في الجامعة في الجامعة genau weißt du, was das heißt? Ja. Der Student ist in der Universität genau und dann الرجل في المسجد der Mann ist in der Moschee. Okay. Hussein? Die nächste Reihe. Eine Tajir. Einel. Nein. Doch, ist richtig. Eine Tajiru. Eine Tajiru hua fi dukan. Okay, was heißt das? Wo ist der Händler?
Er ist im Laden. Genau. Das nächste. Al-Qalamu al-Maktabi. Der genau. Stift ist auf dem Schreibtisch. Genau. Abdullah. Eine Zainabu hier fil Ghurfati. Was heißt das? Ja. Achso, wo ist Zainab? Sie ist im Zimmer. Genau. Und danach? Aina al-Waraqu? Huwa alal. Huwa alal. Ich kann das nicht so gut lesen. Huwa alal Maktabu? Nein, huwa alal Maktabi. Genau. Und was heißt das? Wo ist das Kind? Was heißt nochmal Waraq? Walad. Kind war Walad. Was heißt Waraq? Papier. Wie Ahmed gesagt. Ach so. Wann hat Ahmed das gesagt? Egal. Gerade. Ach so, ihr habt euch gefunden darum. Ja, wo ist das Papier? Hu alal Maktabi. Es ist in der. Warte, was heißt Maktab? Bücherei? Nein. Der Hüsen hat es gerade gesagt, auf dem Schreibtisch. Ach so, genau. Maktab. Ja, schön. Also du hast auch recht, dass man durcheinander kommt, weil Maktab ist Schreibtisch. Maktabe ist Bibliothek. Da kommt man öfters durcheinander. Okay. Dann die nächste Seite. Ahmed wieder. Ein Mudarris. Ein Mudarrisu. Genau. Hua fil Fasli. Wo ist der Lehrer? Er ist. Ich weiß nicht, was Fasl bedeutet. Fasl bedeutet Klasse. Achso. Er ist in der Klasse. Genau. Und das nächste auch? Ja, nicht sechste, sondern achte. Ja, achte ich. Eine Yasir. Hua fil Mirhat. Wo ist Yasir? Mirhat haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt, ne? Mirhat oder Mirhas? Mirhat. Mirhas wäre, wenn der Punkt nicht da wäre. Was ist Mirhat? Fil Mirhadi. Mirhat ist eigentlich der Waschbecken. Okay, dann wo ist Yasir? Er ist. Ja, das ist jetzt wortwörtlich, er ist im Waschbecken, aber ich glaube, das soll heißen, er ist am Waschbecken, ne? Genau, richtig. Okay. Jetzt ist Hüseyin dran. Hört man mich? Ja, wir hören dich. Okay. Al-Shamsu wal-Qamaru fi-Sama. Dika. Fi-Sama. Okay, aber sagen wir fi-Sama-I oder fi-Sama-U? Oder fi-Sama-I. Genau. Was heißt das? Die Sonne und der Mond ist steht im Himmel, aber am Himmel eigentlich. Am Himmel. Genau, am Himmel. Und, also wortwörtlich ist im Himmel und wenn man es sinngemäß dann am Himmel. Genau, richtig. Und das letzte? Man fil Fasli. Warte, was war Fassung nochmal? Klasse. Klasse? Okay. Al-Mudarrisu fil Fasli. Eigentlich müsstest du eigentlich nur übersetzen. Nicht beantworten. Ach so. Wer ist in der Klasse? Genau, ja. Richtig. Okay, jetzt bei Elif noch eine kleine Sache, die wir lernen müssen. Und zwar... Die Namen oder die männlichen Namen, bei denen kann man un sagen am Ende. Bei den weiblichen Namen kann man das nicht machen. Zum Beispiel, Muhammadun sagst du, aber du sagst Aminatu, nicht Aminatun. Khalidun sagst du, aber du sagst nicht Zainabun, sondern Zainabu.
حامد ياسر genauso عمار سعيد علي عباس. Und bei den weiblichen Namen فاطمة مريم عائشة خديجة صفية رقية ونشت أون am Ende. Ja, bitte. Ist Mariam der einzige Name, der ohne Tel Marbuta aufhört? Also ist sozusagen eine Ausnahme, oder? Zeynep ist doch genauso. Ah ja, Zeynep auch. Aber ist es nicht eigentlich normalerweise mit Tel Marbuta am Ende? Also mit Tel noch am Ende? Nein, nicht. Zeynep Tu, oder was willst du sagen? Also es gibt einige weibliche Namen, die kein Tel Marbuta haben oder kein eben, wie ich gesagt habe, Zeichen, dass es weiblich ist. Im Gegensatz gibt es auch männliche Namen, die ein Tel Marbuta haben. Hamza zum Beispiel hat am Ende Tel Marbuta. Ja. Also bei solchen Sachen schaut man dann eben nicht auf das Wort, sondern auf die Person. Genau, wenn ich meine Tochter Hamza Tun nenne. Wie bitte? Nichts, war überflüssig. Entschuldigung. Okay, dann gehen wir zur letzten Aufgabe unten. اقرا واكتب مع ضبط اواخر الكلمات. Lese und schreibe mit dem Bachten der Endung am Ende. Das sind eben zwei Zeilen. Jeder liest drei Namen, sagen wir mal. Wir fangen mit Ahmed an und dann Herr Abdullah und dann Hussein. Okay, Hamidun, Zeynabu und Aminatu. Genau. Abdullah. Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryam. Genau. Maryamu, Fatimatu, Maryamu. Okay. Da hat man eben einen Punkt vergessen. Hussein? Der Name war zusammen. Ganz kurz. Diese zusammen, diese Verbindung. Bei uns Türken ist es ja öfters so, dass man einer Person oder dem Kind eben zwei Namen gibt. Bei den Arabern gibt es sowas. Aber dafür gibt es dann eben dieses Muhammad. Also hier zum Beispiel in den arabischen Ländern sagt man dann zum Beispiel Muhammad Ahmed Hussein. Jetzt Muhammad ist er. Ahmed ist sein Vater, Hussein ist sein Familienname. Habt ihr kapiert? Warum hat man einen Familiennamen, wenn er sowieso den Namen seines Vaters hat? Wie bitte? Also normalerweise früher war es ja auch so, zum Beispiel Mohammed bin Abdullah. Okay. Aber das ist ja dann eigentlich sein Nachname. Warum hat er dann nochmal einen Nachnamen hinten? Weil er wollte. Früher gab es sowas auch, aber man hat das eben zum Ort oder so zum Beispiel gemacht. Man sagt zum Beispiel, bei Imam al-Nawawi zum Beispiel, man sagt Abu Yahya und das ist dann eben, wie soll ich sagen, sein Spitzname oder sein Name als Vater sozusagen, er ist der Vater von Yahya. Abu Zakaria. Yahya ibn Sharaf, also er selbst heißt Yahya, sein Vater heißt Sharaf, An-Nawawi. An-Nawawi kommt eigentlich von der Stadt. Also von Nawa. Und das gab es früher eben auch. Oder zum Beispiel die Arbeit. Jemand hat eine Arbeit, eine besondere Arbeit, und deswegen hat man ihm diese Arbeit als Eigenschaft am Ende gegeben oder als Familienname sozusagen, was wir heute benutzen. Okay. Also sowas wie dann sozusagen der Fleischer zum Beispiel. Könnte man so sagen, ja. Genau. Der Hacker. Okay. Jetzt sind wir bei Hüseyin angekommen. Aliun, Khalidun, Abbasun. Okay. Abbasun oder Abbasun? Abbasun. Abbasun. Komm nicht durcheinander, wenn ich dich verwirre, okay? Mein Lehrer hat das auch sehr öfters mit mir gemacht. Der hat mich so verwirrt, dass ich manchmal den Test wegen ihm schlecht geschrieben habe. Ahmed?
عائشة محمد صفية خديجة. Genau. Dann sind wir heute inshallah fertig. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.